Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Legacy of the Void Replay Cast. Wir haben Spiel Nummer 4 im PvP und der rote Protoss hier führt mit 2:1, hat also Matchball in diesem Best of 5 vom Team Yui Flash Wolves. Es ist Parting. Und er spielt gegen den blauen Protoss aus Deutschland vom Team Millennium. Es ist Showtime. Mal sehen, ob Showtime sich hier nochmal zurückkämpfen kann. Wir sind auf Ruins of Cerberus. Recht große Karte. Die beiden sind hier cross-position gespawnt, also auch sehr weit auseinander. Und Parting nimmt gleich mal direkt den Nexus first. Also komplett greedy opening. Gierig nach der Economy greifen. Ja, danach sendet er seine Probe als Scout. Showtime hingegen hat schon eine Richtung gescoutet, schickt jetzt hier seine Probe in die nächste. Probes werden sich hier nicht treffen, fahren hier aneinander vorbei. Ja, Showtime weiß zumindest, dass sein Gegner auf der Position nicht ist, aber fährt jetzt hier erstmal anscheinend Cross-Position. Oder fährt er einfach zwischen die Basen an den Watchtower, um zu gucken, ob da was ist. Nein, er scheint hier zuerst. Ja, kurz zum Watchtower schauen. Watchtower ist nichts. Tja, wo fährt Showtime dann weiter? Es sieht so aus, als würde drauf. Ja gut, es scheint ihm gerade egal zu sein, wo sein Gegner spawnt. Er ist einfach seine Probe zwischen den beiden verbleibenden Basen, setzt hier einen Pylon. Schaut ihm hier also hart ein cheesy Opening vor. Ihr hat ja auch Doppelgas am Start. Es kommt der Core, es kommt ein weiteres Gate. Das könnte hier Gateway Pressure werden oder auch Proxy Stargate. Ja, Gates sind jetzt hier durch. Core braucht einen Moment. Parting ist hier selber am Scouten. Ja, das dauert noch mal ein bisschen, dass ihr seht. Die ersten zwei Stalkers sind auf dem Weg. Warpgate wurde angeworfen hier für Showtime. Partings Exe ist durch. Sein Core braucht noch Jahre, bis er fertig ist. Und Showtime, was setzt ihr mit der Probe? Er hat Gas für momentan. Ah, doch, ne, Robo. Also kein Stargate hier. Robo-Pressure stattdessen. Es kommt Doppelstalker hier raus. Die Frage ist, wie weit ist sich Parting schon bewusst, dass da ne Robo auf ihn zukommt? Klar, er weiß, dass hier irgendwas fehlt. Er hat hier gesehen, hier wird viel Gas gemeint. Da kommen irgendwelche Einheiten raus. Also Showtime hier. Nicht mit dem Economy Opening, sondern macht jetzt hier erstmal Druck auf den roten Protoss. Scoutet hier noch kurz seine Basis nach der Probe ab hier von Parting. Haltet ihr eigentlich auch? Er ist gerade dran vorbeigelaufen. Findet die Probe. Ja, hat die Probe hier gefunden und die wird jetzt hier auch sterben. Die kommt nicht mehr in die Basis und stattdessen zieht eine weitere Probe hier mit. Nicht sicher, ob die für einen weiteren Pylon ist, weil er hat hier noch eine Probe. Ja, die Robo wird gleich fertig. Weiteres Gateway kommt mit dazu. Weitere Pylon muss sich jetzt hier bereit machen. Jetzt kommt hier gleich eine richtig große Schelle auf ihn zu. Frage ist, wie hat Showtime das geplant? Wird die Probe angegangen? Die wird hier auch down gehen. Eigentlich Showtime hier mit zwei Stalkern auf dem Weg. Parting sendet seinen eigenen Stalker aus und das kann jetzt zu einem Clash am Watchtower führen. Der kann Showtime gewinnen. Er hat einfach momentan die Stalker-Überzahl und den Highground. Ja, kommt jetzt hier runter und Stalker von Parting muss sich sofort zurückziehen. Alleine hat hier keine Chance. Showtime baut den ersten Immortal. Seine Gates werden gleich fertig. Mit Immortal kann man natürlich so einen Pylon easy umjuken, selbst wenn der Overcharge mit dran ist. Lol. Ja, hier gibt es einen Stalker-Fight mit Overcharge und Showtime, ja, da kassiert er. Gerade durch den Overcharge fehlt es ja auch noch mehr Hitpoints. Es kommen nochmal zwei Stalker mit dazu, damit Showtime gerade wieder die Army-Supply überhand. Aber traut er sich wirklich hier rein zu pushen. Es kommen weitere Immortals. Ein Immortal ist jetzt hier da, zweiter Immortal ist auf dem Weg. Und mit vier Stalker, einem Immortal, kann man eben die Stalker so easy rausnuken. Und auch der Pylon hält da nicht lange stand. Ja, Parting hat nicht so viel Energie momentan auf seinem Mothership-Core. Und Showtime hier ein weiteres Mal geht's hoch. Diesmal auf den Pylon. Erster Stalker eigentlich hier von Showtime fällt. Der Pylon wird jetzt hier angegangen. Zweiter Showtime Stalker stirbt ja eigentlich auch. Jetzt hier drittes Stalker fällt Parting hier. Gutes Fokusfeuer. Showtime fehlt hier viele frühe Einheiten, die richtig wichtig sind. Wenn natürlich der Immortal lebt noch. Der Immortal kann hier vieles rausreißen, kann hier Stalker ordentlich anschießen. Da stirbt ein Stalker hier von Parting. Jetzt sind die Props mit draufgezogen. Showtime sendet jetzt hier alles nach vorne. Da kommen nochmal zwei Stalker nach. Stalker jetzt hier kämpfen gegen Stalker. Immortal hier aus der 2-3 macht richtig viel Damage. Pylons werden angegangen, bevor sie fertig werden. Showtime treibt jetzt hier Parting weiter in seine Basis. Da kommt jetzt hier der erste gegen Immortal. Eigentlich Parting hat gerade weniger Army. Hier jetzt ist hier nochmal ein Pylon Overcharge. Immortal versucht das hier zu regeln. Drei tote Props, vier tote Props. Showtime hat da hinten keine eigene Basis. Muss also das jetzt hier, das ist Do or Die für ihn. Kein Nexus hier für ihn, sondern stattdessen Immortals weiter produziert. Jetzt wird hier der Immortal gefokust. Da sind nochmal Pylon Overcharge im Start. Da werden weitere Props mit dazugezogen. Der Mothership-Kopf ist hier richtig laut, wird hier gesniped. Showtime hat hier viele angeschlagene Stalker, aber Parting hält hier immer noch dagegen. Weiterer Mothership Core wird produziert.
Und die Pylons jetzt hier ohne Overcharge gerade ein bisschen nutzlos. Jetzt hier zwei Mortals gegen einen mit den Props. Da fliehen beide Seiten Stalk. Jetzt wird hier der Immortal gefokust von Parting. Der Mortal von Parting geht down. Der letzte von Showtime lebt auch nicht lange. Wird hier von den Props surrounded. Props jetzt hier richtig gute Waffen. Machen hier einen tollen Job. Drängen jetzt hier Showtime zurück. Parting hat so nach und nach die Übernetz. Ist nochmal ein Mortal mit dabei. Der Mortal muss jetzt hier einen guten Job gegen die Stalker machen. Ansonsten hat hier Showtime richtig Probleme. Er warpt nochmal drei Stalker rein. Aber Parting scheint sich hier nach und nach zu stabilisieren. Er sieht natürlich vorne keinen Pylon, aber er hat immer noch die Props, die hier opfern will, weil er einfach weiß, Showtime hier, das ist One Base All-In. Immortals hier läuft nach vorne, versucht Stalker zu snipen. Props sterben hier nochmal 13 tote Props bereits, aber eben Parting ist das hier egal. Er versucht einfach nur unten zu halten, weiter Overcharge hier. Immortal wird fast gesniped. Titanx, der Pylon nochmal ein bisschen Schaden aus. Weitere Prop geht hier down. Immortal hier wieder von Parting am Start. Der hat längst gerade das Schild gezündet bekommen, was ziemlich bitter ist für den Immortal. Showtime hier weitere Stalker warp. Es kommt kein weiterer Mortal hinterher, es war einfach nur Stalker reingewarpt. Er kann sich einfach nicht viel mehr leisten. Es kommt hier noch ein Salad mit dazu. Showtime hier nach wie vor komplett all in. Keine Transition hier von ihm geplant. Entweder das wird es jetzt hier oder er verliert. Und im Moment sieht die Army sehr ähnlich. Da fliegt Showtime nochmal Stalker. Weiteres Stalker. Gutes Fokusfeuer von Parting dafür. Sein Immortal ist hier unter Feuer. Immortal wird rausgefokust. Damit jetzt hier Showtime mit dem Immortal-Vorteil. Nimmt es hier mehr Stalker von Parting raus. Push ihn nochmal tief in die Natural. Salad ist jetzt hier mit dabei als Buffer. Allerdings wieder Overcharge. Weiteres Stalker stirbt jetzt hier für Showtime. Das ist immer noch verdammt knapp hier, der Fight Angst Showtime. Er sollte wieder reinwarpen. Er hat gerade richtig viel Geld und möchte gar nicht weiterkämpfen. Hat stattdessen hier die gerade Zeit genutzt, um zu tippen. Überlässt damit Parting das Feld. Schreibt hier GG, Congrats. Der Effekt hier ist geil von den Shorts. Ja, und somit setzt sich Parting im PvP mit 3:1 gegen den deutschen Protoss Showtime durch. Schade für Showtime. Er hat aber definitiv richtig stark gespielt. Showtime ist sehr stark unterwegs in Legacy. Aber ja, Parting kann sich durchsetzen für die weitere Runde. Mal gucken, wie viel ich jetzt noch vom Dreamhack Pack mache. Viel gibt es nicht mehr als Auswahl. Wenn ich jetzt die Runden hochkenne, sonst spoilere ich euch wie Sau. Wer es noch nicht gesehen hat, eigentlich jeder, der ein StarCraft-Fan ist, sollte den Dreamhack VODs schon längst gesehen haben. Kleiner Hinweis. Nee, eigentlich nicht so wild. Aber ja, schönes Feedback der beiden, schöne Serie der beiden. Mal gucken, was als nächstes auf uns zukommt. Ich lasse mich das einfach ein bisschen überraschen. Ich pick jetzt irgendwelche random Replays, denke ich. Mal sehen. Ja, bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es ist im nächsten Replaycast. Macht's gut und ciao.